Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptonarchist. Der Preis von XRP ist heute bei 1,47 Dollar, also knapp 3% wieder gestiegen. Wir waren zwischendurch auch schon mal bei 1,52 Dollar. Der ganze Markt hat sich also wieder ordentlich erholt. Gerade sind die ganzen Decentralized Exchange Tokens so ein bisschen am Pumpen. Uniswap 10%, Cake 10%. Da sehen wir auf jeden Fall, dass die Coins jetzt auch so ein bisschen nachholen. Finde ich natürlich sehr, sehr schön zu sehen. Und allgemein ist der Markt auch eigentlich wieder schön im grünen Bereich. Klar, es gibt manche Coins, die haben gewisse Rücksetzer, aber overall ist auch wieder gestiegen, da waren wir gestern bei 97.000 ungefähr wieder. Das heißt, da gibt es schon einen ordentlichen Anstieg teilweise. Und wir schauen einmal direkt rein, denn wir haben von Ripple eine spannende News nach der anderen. Auf der einen Seite haben wir hier einmal das Ripple Swell Event und da sagen Sie hier, dass das Flaggschiff von deren Wohltätigkeitsorganisation, beziehungsweise alles, was Sie an Wohltätigkeit irgendwo an den Start bringen, das läuft natürlich unter dem Namen Ripple Swell. Und in dem Fall haben Sie jetzt die letzten zwei Jahre eigentlich extrem viele große Projekte gefördert und das darf man definitiv nicht Vergessen und jetzt wollen sie eben wieder ein extrem großes neues Event aufsetzen und zwar schon für nächstes Jahr. Jetzt kann man sagen, oh, ist ja erst nächstes Jahr, aber ihr wisst, ne, wir sind ja schon Ende 2024. Das heißt, das nächste Jahr ist ungefähr in einem Monat schon erreicht. Also da würde ich mir jetzt keine großartigen Sorgen machen, dass wir darauf lange warten müssen. Und ich bin sehr gespannt, was Ripple da wieder aus dem Hut zaubern möchte. Aber ich glaube einfach, dass sie mit weitem, weitem Abstand im Kryptobereich die größten sind, wenn es um solche, ja, ich sag mal, schönen und Wohltätigkeitsorganisationen irgendwo geht, wo sie entsprechend irgendwelchen Leuten was Gutes tun wollen, das finde ich allgemein natürlich auch immer sehr positiv und ja, deswegen freue ich mich hier sowohl für Ripple als auch natürlich für die ganze Community, denn das bringt immer wieder Aufsehen auf das ganze Thema XRP XRP Ledger und vor allem, wenn sie halt eben neue Programmierer in dem Bereich fördern, ist ja auch logisch, dass dann neue Leute in dem Bereich dann reinkommen. Dann geht es weiter von Stuart Altedy und jetzt haltet euch fest, es könnte in Zukunft einen sogenannten Dezentralisierungstest geben, der im Endeffekt bestimmt, ob eine Kryptowährung dezentral ist oder nicht. Und genau das ist eigentlich das, wovon alle Leute immer sprechen, wenn es darum geht, richtige, vernünftige Regulation zu haben. Denn es hilft nichts, einen Test zu nehmen, der schon damals 1900 irgendwas, 1910 oder sowas irgendwie ins Leben gerufen wurde. Der ist einfach für heutige Standards und auch für Kryptowährungen, für digitale Güter und so weiter einfach nicht mehr zeitgemäß. Da braucht man was Neues und genau sowas wurde jetzt eben hier im Kongress in den USA vorgeschlagen und zwar ein Dezentralisierungstest. In dem Fall wäre dann auch gar nicht mehr unbedingt die SEC, die Security and Exchange Commission, dort zuständig, sondern die CFTC. Das ist quasi die andere Regulierungsbehörde, wenn es um solche Börsenhandel und Finanzkrams quasi geht in den USA. Und genau das ist es eigentlich, dass man da quasi sagt, man möchte einen neuen Test starten. Und und in dem Fall haben wir hier einmal diesen neuen Vorschlag, der jetzt schon in der ersten Instanz durchgewunken wurde und jetzt hoffentlich natürlich komplett beschlossen wird. Und das wäre ein extremer Game Changer, wenn es eben um das Thema Regulation geht. Wie gesagt, hier wird auf jeden Fall dann die Commodity Futures Trading Commission, also CFTC, quasi eingesetzt als die Autorität, die in Zukunft dann darüber bestimmen kann. Und in dem Fall geht es hier um die magischen 20% quasi. Also in dem Fall. Wenn wenn eine Entität quasi mehr als 20% von einer digitalen Währung quasi kontrolliert, da hat man quasi ein zentralisiertes System. Das heißt natürlich nicht unbedingt, dass es dadurch automatisch eine Aktie ist. Es kann ja auch zentralisierte Coins geben, die keine Aktie sind. Aber man muss schon sagen, das wird ein erster großer Schritt in Richtung neue Regulation. Und ich hoffe natürlich, dass das genauso durchkommt. Und das würde Ripple natürlich auch nochmal in Zugzwang bringen, ein bisschen diesen Escrow umzustrukturieren. Natürlich muss man sagen, nicht alle Escrow XRP gehören in Ripple. Das ist ganz klar. Und das vergessen einige Leute wieder. Das ist so einfach nur, weil Ripple das Ganze verwaltet, gehört es ja nicht Ripple. Das wäre so, als wenn man sagen würde, die Banken haben irgendwie Milliarden aber das sind ja teilweise Gelder, die halt von uns kommen, sozusagen als normale Bürger. Das heißt also, man muss schon differenzieren, Ripple besitzt jetzt nicht irgendwie 50 Milliarden XRP, aber natürlich haben sie trotzdem noch eine große Menge und müssten in dem Fall, wenn man jetzt diese 100 Milliarden als Basispunkt nimmt, dann müssten sie schon unter 20 Milliarden entsprechend kommen und das wäre natürlich für Ripple dann nochmal ein weiterer Anreiz, andere Maßnahmen, vielleicht sogar einen Burn-Mechanismus oder sowas einzuführen, um entsprechend über einen gewissen Zeitraum dann auf diese unter 20 Prozent zu kommen. Das mal so als grobe Idee. Natürlich ist noch nicht beschlossen, dass das jetzt irgendwie durchkommt oder sowas, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und ich schätze die Chance dafür sehr sehr gut ein und Ripple feiert hier in dem Fall auch. Dann gab es eine sehr spannende News, die auf Twitter so ein bisschen die Runde gemacht hat. Da würde ich aber definitiv sagen, immer mit Vorsicht genießen. Wir haben hier von DJ Peter Vess einmal die Bestätigung, dass in Zukunft ein digitaler Rupee quasi, also ein digitales Rupee-Projekt ansteht und dass dafür quasi der XLP-Ledger verwendet werden wird. Das Ganze ist erstmal natürlich nicht unrealistisch, deswegen finde ich, kann man auch jetzt nicht von vornherein sagen, ah, das ist echt oder das ist fake. Aber natürlich muss man sagen, wir haben in dem Fall noch keine große offizielle Ankündigung. Als interne Spekulation nehme ich es 100% an. An, denke ich, definitiv ist nicht unwahrscheinlich. Aber man muss schon sagen, dass es jetzt noch keine großen Quellen gab, die jetzt darüber berichtet haben. Deswegen das Mehrheit halt als Spekulation aus meiner Sicht jetzt gilt. Dass es in Zukunft so ein digitales Rupee-Projekt geben wird, ist aus meiner Sicht eigentlich 100% klar. Natürlich kann es immer Änderungen geben, aber es gibt den digitalen Fund, es gibt den digitalen Dollar in Zukunft natürlich. Das heißt, da wird auch in Zukunft ein digitaler Rupi entsprechend wichtig werden, aus meiner Sicht. Aber ob das Ganze dann. Auch über den XRP Ledger, exklusiv über den XRP Ledger oder gar nicht über den XRP Ledger läuft, das werden wir entsprechend dann sehen. Trotzdem lohnt es sich aus meiner Sicht jetzt schon mal hier reinzuschauen und sich entsprechend zu educaten in dem Bereich. Das sehen wir dann hier einmal, also so könnte das Ganze dann in Zukunft aussehen. Ist aber aus meiner Sicht jetzt eher so eine Art Symbolbild quasi, ne? Indias CBDC und so weiter. Da könnte man dann hier gewisse Zahlungen mitmachen. Dann geht es weiter und zwar vom Bearable Bull und der hat hier einmal einen kleinen Interviewausschnitt. Aus einem ziemlich interessanten Fox-Interview. Und zwar geht es darum, dass die USA in Zukunft natürlich deutlich kryptofreundlicher sein möchte. Und in dem Fall wollen sie eben jetzt hier wahrscheinlich der CFTC eine größere Rolle einräumen als der SEC. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, ne, die SEC ist quasi ein bisschen vorbelastet, einfach dadurch, dass sie jetzt jetzt in vier Jahre oder zumindest drei Jahre nicht so gut performt hat, wie man das immer gerne wollte. Man könnte sogar so weit gehen zu so sagen, sie haben das Ganze sehr, sehr schlecht gemacht. Und in dem Fall sagt man jetzt, okay, die CFTC, FTC könnte das auf jeden Fall besser machen. Ich will jetzt nicht sagen, es kann nur besser werden, weil ich bin zwar der Meinung, es kann nur besser werden, aber ihr wisst auch, ne, schlimmer geht immer so in der Form. Trotzdem gehe ich davon aus, dass es auf jeden Fall jetzt besser sein wird, egal wie das jetzt passiert. Und in dem Fall könnte auch jemand jetzt in Zukunft der Krypto-Cäsar werden. Also quasi jemand, der in den USA eigentlich der Krypto-Experte ist quasi, der auch damals bei der CFTC gearbeitet hat sozusagen und quasi beide Seiten kennt, so in der Form. Ne. Heißt also, das kann definitiv ein Katalysator sein. Da gehe ich schon. Stark von aus. Natürlich weiß man immer nicht, wann wo was passiert, aber ich denke einfach, das könnte ein sehr, sehr starker Abtrend für Krypto allgemein werden und ist auf jeden Fall nicht negativ. Ich denke mal, das kann man auf jeden Fall sagen. Dann geht es weiter von XRP Drops und zwar haben wir hier einmal den Ripple CEO, Brad Garlinghouse, die kennen ihn alle, und auch den CEO von Bitwise und dort sprechen sie einmal beide parallel quasi von einem XRP ETP, von einem physischen XRP ETP und das finde ich eben sehr, sehr interessant, denn gerade diese ganze ETP. ETF-Thematik habe ich ja die letzten Tage auch so ein bisschen weiter ausgeführt, einfach weil zum Beispiel jetzt auch Wisdom Tree dahingehend einen XRP-ETF beantragt hat und ich glaube, das macht schon Sinn, da nochmal genauer drüber zu sprechen. Und vor allem sagen beide hier auch unabhängig voneinander, dass definitiv sehr, sehr große Demand, also quasi sehr große Nachfrage nach diesen Produkten herrscht und da bin ich mir auch 100% sicher. Warum sollte man auch all diese Schritte unternehmen, wenn man selbst weiß, dass das Ganze nicht erfolgreich werden wird? Also Ripple und auch Bitwise beispielsweise, die haben. Haben mit Sicherheit auch Besseres zu tun, als Dinge auf den Markt zu bringen und Dinge in Bewegung zu setzen, von denen sie am Ende des Tages wissen, dass es dann floppen würde oder sowas. Also ich sehe da definitiv keinen großen Vorteil, keinen einzigen Vorteil, warum man sich da irgendwie selbst belügen sollte. So Von daher, wenn Sie der Meinung sind, dass da große Nachfrage nach herrscht, dann wird das auf jeden Fall so passieren aus meiner Sicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wann wir dazu erste News bekommen, beziehungsweise wann da zum ersten Mal richtig investiert werden wird. Und dann kurz nebenbei gibt es aktuell von BitMart noch eine interessante Trading-Competition. Und zwar mit Iggy Azalea in Zusammenarbeit hier rund um das Thema Mother Trading. Mother ist ein Coin, den man ebenfalls auch auf Bitmart handeln kann. Und in dem Fall wollen sie quasi bis zu 3000 Dollar an jeden einzelnen Teilnehmer hier vergeben. Aufgeteilt auf mehrere Plätze. Das sehen wir dann hier unten einmal. Also da haben wir dann teilweise 800 Dollar an den ersten Platz mit dem Future Trading Bonus, dann 500 und dann nochmal 300 Dollar. Und dann bekommen nochmal ein paar weitere Leute entsprechend mal so 100 Dollar in Mother und so weiter und so fort. Also insgesamt quasi 3000 Dollar, die hier vergeben werden. Ist ein eine schöne Kampagne und dafür müsst ihr nichts weiteres tun, als euch einfach dort einen Account zu erstellen, wenn ihr jetzt noch keinen Account habt und dann quasi diesen Mothercoin dort zu handeln zwischen dem 18. bis 29. November. Heute ist der 28. Das heißt schnell sein, ne? nur noch heute und morgen Zeit entsprechend und ja, dann einfach mal eure ID, also quasi die Nutzer-ID hier in diese Form übertragen und hier einmal abschicken und dann seid ihr schon mit dabei und wenn ihr Glück habt könnt ihr da auch was gewinnen. Das Ganze ist nur Nutzern aus Europa und Brasilien vorbehalten, das heißt da habt ihr auf jeden Fall Glück, wenn ihr hier aus Europa kommt, der ganze US-Raum und so weiter und auch ganz Asien ist da komplett mit ausgeschlossen. Das heißt, da hat man nochmal deutlich mehr oder deutlich höhere Chancen quasi dann dort zu profitieren. Generell ist Bitman natürlich nicht nur für dieses Mother Trading da, ihr könnt dort auch alles andere handeln. Also falls ihr dann noch einen neuen Account braucht oder sowas, ist natürlich der Link in der Beschreibung. Registriert euch einfach da und dann könnt ihr hier mit dabei sein. Dann geht es noch weiter und zwar von Securitize und Securitize hat einen neuen Partner und den kennen wir nur allzu gut und zwar Zodiac Custody. Also Zodiac Custody mit Securitize. Und auch mit Ripple schon bereits letztes Jahr gepartnert. Das heißt also, zusammen mit Metaco, die von Ripple aufgekauft wurden, ergibt das ein riesengroßes Bild aus meiner Sicht. Und das sehen wir dann hier einmal. Also, teilweise, ne, die CEOs haben dann auch schon mal bei der jeweils anderen Firma gearbeitet und so weiter und so fort. Also, die Verbindungen da sind extrem crazy und extrem naheliegend. Da muss man gar nicht mal so tief graben. Das heißt, da hat man auf jeden Fall einiges an Möglichkeiten, an Verbindungspotenzial. Und das sind eben alles Firmen, die in dem Fall rund um das Thema Security und Asset Security arbeiten. Das heißt, Cybersicherheit und so weiter und so fort. Ist natürlich ein wichtiges Thema und wird sehr wahrscheinlich in Zukunft noch relevanter werden, weil jeder ja irgendwas an seinen Assets quasi, an seinem Geld irgendwie schützen möchte. Jeder hat irgendwie ein bisschen Geld oder Gehalt oder was auch immer, was man irgendwie schützen möchte. Und das wird dann halt eben in Zukunft durch solche Plattformen deutlich einfacher. Auch wenn das jetzt hier wahrscheinlich in Europa noch nicht so ein großes Ding ist, haben die Banken A, eine ganz große Nachfrage nach so einer Sicherheit und auf der anderen Seite natürlich auch teilweise größere Privatpersonen, die dann irgendwann sagen: Hey, wir brauchen hier eine gute. Compliant-Lösungen, die entsprechend alles für mich verwaltet und diesen Use-Case hat Ripple natürlich auch erkannt, vor allem für die B2B-Leute und deswegen das Ganze hier jetzt schon angeboten. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch einen Fun-Tweet, hier einmal vom Maxis Club und zwar ne, zukünftige Lessons quasi, also was man so lernen muss. Ne? Neue Leute im Crypto-Space haben eigentlich hier die Macht sich das Ganze selbst anzueignen, ne? sagen, oh, hier selbst verwaltet, ne? ich habe quasi selbst die Kraft und, und die Verwaltungshoheit über mein Investment. Und dann auf der anderen Seite Exchanges, ne? also quasi Börsen, die einen dann so ein bisschen davon wegziehen und sagen, nein, no, wird doch bei uns, ach, bei uns das geht doch auch sicher. Ne? Aber ja, ob es am Ende des Tages wirklich da sicher ist, ich denke nicht. Da sollte man auf jeden Fall aufpassen und entsprechend natürlich nicht sein Geld darauf lassen. Und ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, Leute, ciao. Ciao.